In diesem Video erkläre ich dir anhand von super einfachen Beispielen, was der Primär, der Sekundär und der Tertiärbedarf ist. Moin Moin zusammen, du möchtest endlich den Unterschied zwischen den drei Bad Boys verstehen. Grundsätzlich, das weiß ich nicht, wie man richtig ausspricht, ist aber nicht weiter schlimm. Tertiärbedarf von mir aus. Gut, also der Primärbedarf, der gibt an, wie viele endgültige, verkaufsfertige Produkte du benötigst. Zum Beispiel hier, ich produziere Stühle und Tische. Diese bestehen wiederum, werden produziert aus Holzbeinen und Holzplatten, und diese Holzbeine und die Holzplatten werden aber wiederum aus Nägel, Schrauben und Holz produziert. Aus R wird Z und aus Z wird P. Vom Rohstoff zum Zwischenprodukt zum Endprodukt. Und der Primärbedarf ist eben das, was ganz am Ende verkaufsfertig rauskommt. Sozusagen, wenn dein Vertriebler sagt zu dir, hey, ich brauche 10 Stühle und 20 Tische, dann ist dein Primärbedarf 10 Stühle, 20 Tische. Möchtest du nun aber deinen Sekundärbedarf verstehen? Der Sekundärbedarf ist im Endeffekt alles das Zwischenprodukt, deine Bauteile bzw. Bauelemente, aus was dein Endprodukt besteht. Das Holzbein und die Holzplatte, das ist dann also der Sekundärbedarf. Sozusagen der Bedarf, der vom Primärbedarf benötigt wird. Um den Primärbedarf zu produzieren, die fertigen Produkte, die Anzahl an Sekundärbedarf, das ist eben das, was ich als Anzahl an Zwischenprodukten brauche. Also im Klartext, wenn ich jetzt halt hier 10 und 20 Stühle und Tische produzieren möchte, dann brauche ich ja wiederum eine gewisse Anzahl an Holzbeinen und Holzplatten. Und diese Anzahl ist dann der Sekundärbedarf. Und der Tertiärbedarf, was ich nicht aussprechen kann anscheinend, das ist dann im Endeffekt die kompletten Rohstoffe, wirklich der das Rohmaterial, das, was du noch verarbeitest zu deinem Zwischenprodukt. Das ist dann im Endeffekt deine Rohstoffe und dein Tertiärbedarf. Also im Klartext, wenn ich zum Beispiel diese Endprodukte brauche, 10 Stühle, 20 Tische, dann frage ich mich, okay, wie hoch ist denn mein Tertiärbedarf? Wie viele Nägel, Schrauben und Holz brauche ich, um genügend Holzbeine und Holzplatten zu produzieren, um daraus eben genau diese Anzahl zu ermitteln? Darum geht's. Falls du jetzt natürlich jetzt halt Aufgaben dazu haben möchtest und verstehen möchtest, wie man das rechnet, das ballere ich dir alles unten in die Beschreibung und das ziehst du dir einfach rein. Ansonsten, falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.